Ja, so viel zum Stativ. Das hier ist leider ein bisschen zu hoch, deswegen muss ich es in die Hand nehmen und rumwackeln. Hier wird eine Jagdszene gezeigt und das ist eines der eingekratzten Bilder, die ich euch vorstellen wollte. Wir sehen im oberen Bereich, ich versuche mit dem Finger davor zu gehen, da ungefähr, ein Menschen mit einem Bogen, der offensichtlich auf etwas schießt. Der rechte Teil ist allerdings sehr durcheinander, deswegen kann man da nichts Genaueres erkennen, um ehrlich zu sein. Allerdings scheint es so, als wenn hinter dem Menschen noch was ist. Man sieht ja ganz eindeutig, dass der zwei Arme, zwei Beine und Kopf hat und in einem der Arme oder in einer der Hände einen Bogen trägt. Aber da ist noch was Waagerechtes auf Höhe seiner Hüfte ungefähr. Und das hat links knickt es nach unten ab und nach oben hat es auch noch so einen kleinen Stummel. Und rechts, da knickt es einmal nach unten und einmal nach oben ab. Und es könnte eventuell die Darstellung eines Jagdhundes sein. Ich habe hier noch einen anderen Stein gesehen. Da ist auch eine Jagdszene dargestellt und da sieht man auch, wie mehrere Jagdhunde einen Tiger angreifen. Im unteren Bereich, ich versuche nochmal mit dem Finger davor zu gehen, da sehen wir die Darstellung einer Ziege. Die findet sich hier relativ häufig auf den Steinen. Also man kann verschiedene Arten von Tieren unterscheiden. Es steht bei relativ vielen Ziege dran, wobei auch bei den Ziegen, die so klassifiziert wurden, also Shan Yang steht daneben, Berg und dann Yang für Schaf oder Ziege, scheint es auch zwei Arten zu geben, nämlich einmal welche mit gekrümmten Hörnern, so wie diese hier, aber es gibt auch welche mit gerade nach oben stehenden Hörnern. Vielleicht kann man da sogar unterschiedliche Arten reininterpretieren. Es gibt ja schließlich hier im nördlichen Bereich nicht nur Ziegen, sondern es gibt ja auch Antilopen, die haben ja auch durchaus gerade Hörner. So viel erstmal dazu.